Konnte meine Schulden ein bisschen abbauen. Ach, du hast immer noch Schulden. Ja, ein paar habe ich noch. 1300 habe ich noch. Also. Aber keine vier mehr. Okay, also. Ich musste ein bisschen Land verkaufen, ein bisschen Währung entwerten, aber sonst. Läuft schon wieder Ein bei Krie Delfino. paar Kriege gewinnen. Bei Delfino läuft's immer. Ja. Ja, es wird besser. Okay, verlierst die Siegesmarke, wenn du Rebellen hast, die eine Provinz erobern in dem Gebiet. Okay, verstehe. Muss man auch erstmal wissen. Ist auch sehr wichtig, dass man Siegesmarken hat, glaube ich, ne? Weiß nicht, wofür die gut sind, aber okay. Die Punkte, hallo. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Gibt's das nicht? Kann man das nicht einstellen? Ist das Wichtigste. So, ein paar Jährchen und Dingsbums startet. Zwei Dynastien. So, Dänemark ist mal wieder größer geworden, aber. Ja. Dänemark möchte Teile Englands haben, wie es aussieht. Haben die eine Raummission Dänemark, dass sie England erobern oder so? Ich weiß nicht. Wie die alle immer nur Bayern wählen. Ich glaube, ich muss Bayern mal angreifen und besiegen in dem Krieg. Da nehmen sie vielleicht davon Abstand, aber ich müsste das mal hinkommen nach Bayern. Möchte man da wirklich hin nach Bayern? Ich bezweifle es. Bei der herrscht noch Zucht in Ordnung. Ja. Da kann man auch seine 14-jährige Freundin haben, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Muss dich nur segnen lassen vom Pastor und dann. Ja, muss einfach nur Bier dabei trinken, dann passt das. Was ist denn Nades jetzt so ein Ding? Da ist Knackau. Schon bis jetzt, keine Ahnung. Wie viel Bier ist es okay, eine 14-jährige Freundin zu haben? Frage für einen Freund. Mal an die CSU schicken. Auf die Antwort wäre ich mal gespannt. Aber wahrscheinlich kommt einfach die Polizei reingestimmt. Ja, weißt du, muss ja, wenn du
als Streamer oder so mit dem Leben bedroht wirst, ach, können wir nichts machen, aber beleidige mal einen Insenator als Pimmel. Online, dann kommt das SEK. Verständlich. Man muss halt die wichtigen Dinge zuerst klären. Richtig. Oh, Toleranz, komm. Ich bin jetzt Toleranz hier, Wichser. Ich bin jetzt sehr tolerant. Fast schon sogar gegen so Ungläubige wie, ja, diese Typen da, da unten im Süden. Weißt du dich, Peter, dass ich tolerant gegen Abschaum wie die bin? Ja, tut mir leid. Sei doch froh, hallo. Ich bin tolerant gegenüber dir. Freu dich. Ja. Töte mal den Papst. Oder die Kirchenstadt ist oder Papst, nicht mehr Sizilien. Ich habe in Siegen gesiegt. Sehr gut. Oh, wir haben sogar positive Beziehungen wegen der Feinde deines Feindes. Verstehe, verstehe. Sizilien. Macht der Delfino da? Das weiß nicht mal Delfino. Immer noch nicht mongolisches Reich. Oh, doch, er expandiert doch ordentlich. Ja, hat Wladimir ganz schön. Er hat Wladimir ganz schön und auseinandergenommen und diesen. Zerrupft. Ja. Ja, aber er kann ja das Reich gar nicht gründen. Also. Ja. Gibt es hier irgendwo mongolische Kulturen? Turkmenisch? Nee, bis jetzt noch nicht. Die sind noch nicht gespawnt. Kommt doch später erst hier dieses Event hier mit dieser Mongol-Invasion. Ja. Dann komme ich von Osten nach Westen. Nee, die spawnen dann im Osten. Die wollen dann auch dein Land haben, Delfine. Nein, die sind meine Freunde. Nee. Hey, wieso steht ihr so dumm da drum? Greift doch mal was an. Ja, komm. Oh, ich muss jemanden beleidigen. Ja, warum habe ich nur einen Rivalen? Weil ich im Krieg bin, natürlich. Erstmal Bayern beleidigen. Bayern beleidigen ist immer gut. Ja, machst du nichts falsch. Richtig. Oh, Bayern ist mein Rivale. Direkt mal beleidigen. Pass auf, gleich sind sie da. Und machen dich rund. Ach, die doch nicht. Dann dauert dieser Krieg jetzt auch schon. Nur ein Jahr. Es fühlt sich alles so lang an, weil die Geschwindigkeit so niedrig ist. Da müssen wir auf 5 spielen, oder? Ich kann dir vieles rechnen. Ehrlich gesagt nicht sicher, ob das überhaupt geht im Multiplayer. Nee, ich glaube, da gibt es eine Begrenzung. Ah, endlich Wied gewonnen.
Wied, keine Ahnung, gewonnen. Wied ist aber gut, ne? Geld ist eine Sünde. Deswegen lehne ich es ab. Was? Achso, jetzt nicht, die haben ein ganzes Deck. Natürlich haben die wieder ein Stack gewartet von mir. Wie auch immer. Nee, doch nicht, hä? Wo ist denn jetzt hin? Ach, da oben. Moment, wie ist der so schnell da oben gekommen? Was? Ich verstehe nicht. Ich brauche noch 5 Provinzen in dem Bereich. Ja, da können wir noch ein bisschen mehr rausdrücken, glaube ich. Entwicklung, geil. So, was haben wir jetzt noch drin? Korei. Gut, dann nehme ich nur eine Provinz. Arschliche Dumme hier. Also das ist ja auch Köln. Nee, ist Ansbach. Junge, bin ich dumm. Ja. Irgendwas, das aggressive Expansion verringert, wäre geil. Spionage, die ist halt auch so ein bisschen müllig. Oh, ich kann ja Köln demnächst nochmal angreifen. Die sind ja auch mit Ahaus verbündet. Schöne Sache das. Als ob die beide 3 Stabilität haben. Ach, leck mich. So, bin jetzt Verteidiger des Glaubens. Glaubst du selbst nicht? Doch. Hätte ich auch schon machen können. Aber es war es mir nicht wert. Thank you.
mal ab. So, was ich bräuchte, sind jetzt noch 4 Provinzen. Bin's was kannst du denn machen? Dann habe ich eine Mission abgeschlossen und bekomme mehr Ansprüche. Ah, und stimmt hier diesen Strang hier, Norddeutscher Bund oder so, ne? Ja, rückerobert Westfalen, dann bekomme ich Ansprüche auf Hessen. Oh wow, Obersachsen, Alter, die Ansprüche, die ich hier überall bekomme. So, jetzt muss ich mal kurz Päuschen machen. Und dann muss ich mal gucken, das ist ein bisschen viel. Ja, ich sehe schon, das wird. Belogi noch. Ja, aber so komme ich, glaube ich, nicht auf Scheiße. Ich hasse es, wenn ich nicht auf Scheiße komme. Ich hasse es. Wieder nichts bekommen, weißt du. Ach. Böhm klingt nach einem guten Wahlen. Sonst. Kroatien, geil. Für den Fall, dass Ungarn mal Krieg erklären will. Den wir irgendwie fast ganz Kroatien als im Besitz ansehen. Oh, Kroatien ist nicht länger ein gültiger Rivale. Schön. Oh, Georgien ist ja groß geworden. Georgien, Junge. War schon mal so groß. War schon mal klein. Da hat jemand Kernprovinzen verloren. Hm. Das habe ich beim letzten Mal schon verloren. Meine Güte. Ja, aber also, ich aufpasse, was du da machst. Oh, hast ja einen schönen großen Vasallen geholt, oder Honkidunk? Nee, Tecklenburg. Tecklenburg? Nee, die habe ich schon länger. Ich habe dir nur gerade Provinzen zurückgegeben. Ach so. Ja, gut. Ist auch eine schöne Methode, um Überdehnung zu umgehen. Und vor allem gibt es weniger aggressive Expansion. Oh, du tust ja was Gutes. Also kann ich Ahaus nochmal den Krieg erklären und wieder gegen Köln. Oh, schickst dir also in Richtung Clusterfuck rein, ne? Ja, wir müssen deswegen warten. Die aggressive Expansion ist schon wieder. Was macht Dänemark da schon wieder? Hä, du wirst Dänemark zum Kaiser? Ist doch eh egal, wen ich wähle. Außerdem wurde das ist automatisch eingestellt worden. Ach so, du erfüllst gerade nicht die Bedingungen, ne? Was? Weil du eine Frau hast. Ja, das auch. Die pragmatischen Funktionen wurden noch nicht verabschiedet.
Ja, mit dieses Monumente bauen kann man so sehr dermaßen seinen Einnahmen hochprügeln. So, wie mächtig ist denn die Nordmark? Ja, zu mächtig und Ungarn hat keinen Bock. Ach, weil die in anderen Krieg kämpfen? Gegen wen kämpfen denn die? Also richtig gegen. Gegen Ruhm. Keine Ahnung. Aber die Nordmark, die haben noch Berlin. Warum brauche ich überhaupt Berlin, um Deutschland zu gründen? Kann ich nicht ein besseres Deutschland gründen? Eins ohne Berlin? Ah, noch zwei Provinzen. Lübeck, mit Entwicklung mindestens 30. Alt, asynchron. Ah, ich bin asynchron, ja. Ja, so jetzt. Ich hab jetzt speichern. Oh. Boah, lief eigentlich ziemlich lange. Nee. Nicht so wirklich. Hier läuft gar nichts. Läuft mein Spiel noch?